In unserem System zahlen Menschen, die natürlichen Personen Steuern und Unternehmen zahlen Steuern. In den letzten 25 Jahren haben wir nichts anderes gemacht als schieben, verschieben, verschieben, die Unternehmenssteuern abbauen. Die neueste Scheibe ist die Stempelabgabe, die verschwinden soll. Und über die stimmen wir am 13. Februar ab. Und um das geht es heute. Und diese Steuerpolitik, die hat unser ganzes System komplett zum Gleichgewicht ausgebracht. Und das muss hören. Jetzt schauen wir das noch etwas genauer an. Warum reden wir bei der neuesten Salamischeibe, der Abschaffung der Stempelsteuer, von einem Beschiss? Beschissen sind alle Unternehmen in diesem Land. Emissionsabgaben zahlst du dann, wenn du mehr als 1 Million Eigenkapital holst, zahlst du auf dem eine bescheidene, einprozentige, einmalige Abgabe. Wisst ihr, wie viel das zahlt? 0,3% von allen Unternehmen. Und wenn man dann schaut, dann kommst du darauf, dass das vor allem grosse Beteiligungsgesellschaften sind. Leute, die irgendwie 60, 70 Millionen holen und eigentlich nichts anderes machen mit dem Geld, um andere wertvolle KMU-Perlen zusammenzukaufen und zu einem Konglomerat zusammenfassen. Oder Immobiliengesellschaften, die nichts anderes machen, als dann mit dem Geld weitere Immobilien irgendwie zusammenkaufen. Es sind nicht die, wo wir jetzt das Gefühl haben, die müssen wir jetzt entlasten. Beschissen sind im Weiteren du und ich, alle normalen Leute. Warum? Weil die refinanzieren eben die Salamischeiben. Ich habe es euch vorher erklärt, oder? Man hat Kapital entlastet und Konsum belastet. Und währenddem jetzt der Bürzer am Feierabend 7,7% auf sein Bier zahlt und dann noch Alkoholsteuer obendrauf, sollen jetzt die grossen Unternehmen nicht einmal mehr 1% auf ihr Täuschen von Geld gegen Aktien zahlen. Und beschissen sind die damaligen Politiker, die 1993 den grossen Kompromiss gemacht haben. Damals hat man die Mehrwertsteuer eingeführt, nachdem sie dreimal vom Volk abgelehnt worden ist. Und man hat gesagt, okay, der Finanzbereich, der kommt keine Mehrwertsteuer über. Dafür lassen wir dort die Stempelsteuer, die im Übrigen die älteste Steuer ist von der Schweiz und wir wunderbar mit der gross geworden sind. Und was hat man gemacht? Kaum war der grosse Kompromiss da gewesen. Dann hat man abbauen. 13 Mal haben wir die Stempelsteuer abbauen. Der Satz von 3 auf 2 auf 1 runter. Dann hat man Stärkung des Fremdkapitalmarktes, hat man dann auf Obligationen die Emissionsabgabe abgeschafft und so weiter. Preisschild 800 Millionen Franken jedes Jahr Steuerausfall. Parallel dazu hat man nach einem grossen Kompromiss hat man Mehrwertsteuer mehrfach aufgetan für Finanzierung von schon Sachen, die okay sind. Aber die hat gestartet damals im grossen Kompromiss mit 6,5%. Dann ist sie auf bis auf 8 in 3 Scheiben. Jetzt haben wir sie wieder korrigiert auf 7,7. Preisschild mindestens 2 Milliarden. Wir sehen also, man hat auf der einen Seite die Unternehmen eben entlastet und Arbeit und Konsum belastet. Ist jetzt der ganze Beschiss mit den letzten Salami-Rädchen ein Zufall? Das ist überhaupt kein Zufall. Dahinter steht eigentlich ein grosser Plan. Im Dezember 2020 hat das Finanzdepartement von Ueli Maurer eine Studie publiziert, die heisst Steuerstandort Schweiz. Unter anderem diktiert von Economy Suisse und Swiss Holdings. Dort drin steht schwarz auf weiß. Vorwiegend werden Einkommen und Konsum besteuert.
Kapital- und Vermögenssteuern werden reduziert. Transaktionssteuern beseitigen. Übersetzt heisst das, es sollen eigentlich nur noch die normalen Menschen, du und ich, sämtliche Lasten vom Gemeinwesen finanzieren und grosse Unternehmen und Grossaktionäre sollen nichts mehr daran zahlen. Das steht da drin, das ist der Plan. Und das ist nicht nur ungerecht, sondern das ist auch volkswirtschaftlich schädlich. Weil 62% von unserer ganzen Wirtschaftsleistung, von unserem Bruttoinlandprodukt, ist der Konsum der privaten Haushalte. Und dann, wenn das so ist, dann macht man nicht das Gegenteil. Dann tust du nicht immer nur die frei verfügbaren Einkommen belasten und das Kapital entlasten. Das ist schädlich. Und darum nein zur Abschaffung der Stempelabgabe am 13. Februar. Tschüss.